gab eine Menge Aufregung noch kurz vor dem Spiel, dass Schiedsrichter Rudolf Scheurer aus der Schweiz sofort anpfeifen wird, denn es hieß, Gerd Müller kann doch nicht spielen, er hätte einen Wadenbeinanbruch, aber er kann. Und die Partie läuft. Bayern München also in kompletter Besetzung, vielleicht ein bisschen überraschend für viele, dass Trainer Udo Lattek dem jungen Dürrenberger den Vorzug gegeben hat vor dem erfahrenen Franz Krauthausen. Für Bayern München geht es ganz sicher darum, den zu erwartenden ersten stürmischen Angriff der Ajaxiten, wie sie hier genannt werden, ohne großen Flurschaden zu überstehen. Blankenburg. Und Rot. Ja, das verstehe ich nicht ganz, warum Schiedsrichter Scheurer ihm hier die, wenn ich es richtig gesehen habe, gelbe Karte zeigt. Rot also gegen den Star von Amsterdam. Er soll Cruyff halten. Repp, der junge Rechtsaußen. Und Freistoß für Bayern München. Rot also gegen Cruyff. Hansen soll Repp, den jungen Rechtsaußen, halten. Und gegen Kaiser soll Schwarzenbeck spielen. Schwarzenbeck. Und erstmals orientieren sich die Bayern ein bisschen nach vorne. Rot. Breitner. Müller. Uli Hoeneß. Abseits, abseits, abseits. Aber so schnell startet Cruyff. Recht gute Wetterungsverhältnisse heute Abend. Der Rasen ist zwar noch nass vom Regen des gestrigen Tages und der heutigen Nacht, aber doch recht gut bespielbar. Dobel. Ari Hahn. Und Torwart Zeus. Blankenburg. Und die Bayern sofort mit allen Spielern wieder in der eigenen Hälfte. Abseits. Diesmal war es Neeskens, mit dem sich Uli Hoeneß auseinandersetzen muss. Neeskens, der Mann mit der Nummer 7 bei Ajax Amsterdam. Beide haben schon einmal gegeneinander gespielt, und zwar in der Jugendnationalmannschaft beider Länder. Gefährlich! Kaiser wird den ersten Eckstoß treten. Hansen. Und immer noch Gefahr. Und Sepp Maier. Es ist wichtig, dass gerade er in den ersten Minuten hier die Nerven behält, ein paar Mal sicher eingreifen kann. Das gibt seinen Vorderleuten und ihm selbst die notwendige Sicherheit. Und Ajax spielt wie erwartet, macht Dampf auf, macht Tempo auf, kommt in diesen ersten Minuten, will mit einem schnellen Führungstor das Konzept der Bayern, das ganz deutlich auf Defensive mit vorsichtigen Konterstößen angelegt ist, zerstören. Schwarzenbeck. Ja, er greift sogar mit an. Und Freistoß. Breitner, Schwarzenbeck,
Und jetzt sind alle Bayern in der Ajax-Hälfte. Und das wird die Amsterdamer sicherlich überraschen. Blankenburg für Gary Müren. Und Cruyff hält sich weitgehend zurück, bewacht von Bulle-Roth. Gary Müren beim Einwurf. Kaiser und Breitner. Hoffmann und Kaiser, ganz klare Entscheidung, indirekter Freistoß für den zweimaligen Europapokalgewinner und Weltcupsieger für Ajax Amsterdam. Blankenburg. Und Meier. Da ist im Moment nur Hoffmann. Und Beckenbauer. Vorteil. Müller noch in der eigenen Hälfte. Schön gemacht. Beckenbauer. Hoffmann. Roth hat von Trainer Lattek ganz sicher die Order bekommen, ihn möglichst schon bei der Ballannahme zu stören. Denn nur so kann man diesen Mann wirkungsvoll stoppen. Ja, da fehlten doch gute 2 Meter bei diesem Schuss. Da drüben startet Hoffmann. Er hat in den letzten Spielen gute Leistungen gezeigt und eine Menge Selbstvertrauen gewonnen. Foul von Zurbier. Und wieder, was Sie im Moment auf dem Bildschirm nicht sehen können, alle Bayern-Spieler in der Hälfte von Ajax Amsterdam. Letzter Mann im Moment, Schwarzenbeck und Breitner im Mittelkreis. Sehr schöner Pass. Breitner. Uli Hoeneß. Und Torabstoß. Nein, sogar Freistoß. Für Ajax Amsterdam. Udo Lattek hat einige Risiken auf sich genommen, indem er zum Beispiel Hansen auf den ungewohnten Linksverteidigerposten gestellt hat, indem er Schwarzenbeck als Außenverteidiger gegen den wieselflinken und technisch versierten Linksaußen Kaiser gestellt hat, indem er Roth gegen Cruyff gestellt hat. Jeder glaubte zunächst, dass Breitner diese Aufgabe übernehmen würde. Cruyff. Schilcher, der Verteidiger, weit mit aufgerückt und gescheitert. Dürnberger. Freistoß. Hoeneß. Wieder Hoeneß. Sehr schön gemacht. Hoeneß. Das ist eine Möglichkeit. Und Stoll steht richtig. Aber die Bayern zeigen, dass sie sich hier nicht zur Schlachtbank führen lassen wollen. Dass sie nicht gewillt sind, ein absolutes defensives Spiel aufzuziehen, sondern dass sie mitspielen wollen.
Und das sind nach meiner Kenntnis dieser Mannschaft, dieses Gegners von heute, von Ajax Amsterdam, die besten Mittel, um hier zu bestehen. Ich habe das zweimal gesehen in Spielen hier in Amsterdam. Und ich glaube, dass Udo Lattek, der diese Spiele auch gesehen hat, daraus die richtigen Schlüsse zog. Schwarzenbeck. Hoffmann zu spät. Breitner. Beckenbauer. Und Kaiser. Rolf startet. Beckenbauer rettet. Gerd Müller am eigenen Strafraum. Müsste jetzt klugerweise zurückspielen, denn sonst wird bei dem Vor-Tackling, das die Amsterdamer gerne machen, gefährlich. Rot. Hoffmann. Blankenburg. Schwarzenbeck. Ja, Freistoß für die Bayern. Beckenbauer. Sehr offensiv. Und eine Schussmöglichkeit. Und knapp vorbei. Und einiger Zwist im Augenblick in der Hintermannschaft von Ajax Amsterdam. Man macht sich gegenseitig Vorwürfe. Zurbier. Blankenburg. Schilcher. Weiterspielen deutet Herr Scheurer aus der Schweiz an. Und Meier. Breitner. Nochmal zurück. Verständlich, dass die Zuschauer pfeifen. Ebenso verständlich, dass die Bayern versuchen, Ruhe und Sicherheit in ihr Spiel zu bringen. Zobel. Foul, richtig. Foul von Kroll. Erneut Freistoß. Breitner wird ihn ausführen. Breitner, der durch die Deckungsaufgabe gegen Ari Hahn, der meistens zurückgezogen spielt, seinerseits eine ganze Menge von Offensivwirkung erzielt. Beckenbauer. Schwarzenbeck. Dürrenberger. Abseits war da vorher gewunken. Abseits von Gerd Müller. Kreuz. Torabstoß. Auch solche Rückpässe der eigenen Mannschaft sehen die Ajax-Fans natürlich nicht sehr gerne.
15 Minuten mittlerweile gespielt und die erste, die gefürchtete Ajax-Viertelstunde ist ausgeblieben oder abgefangen worden, ganz wie sie wollen, Spielstand 0-0. Ein bisschen gefährlich, was die Bayern da gerade vor dem eigenen Strafraum spielen. Repp. Kreuz startet. Kroll, der Außenverteidiger. Gegen Hoffmann den Linksaußen. Sehr schön gespielt. Hoeneß, Müller, Tobel. Für uns sah es nicht so aus, als wäre der Ball schon über die Seitenlinie gegangen, aber der Linienrichter steht schließlich beträchtlich näher. Einwurf durch Blankenburg. Wieder zieht sich die Bayern-Mannschaft komplett in die eigene Hälfte zurück, lässt Ajax kommen, um dann mit einer geschlossenen Abwehrmauer den Angriff abfangen zu können. Kroll, Hoffmann sofort bei ihm. Einwurf durch Hansen. Kaiser. Freistoß für Ajax Amsterdam. Gary Müren. Häuf steht jetzt schon abseits. Jetzt läuft er raus. Häuf. Breitner. Und Einwurf für die Bayern. Breitner. Hoffmann aus. Surbier, Repp, Blankenburg, alles jetzt wieder in der Hälfte von Bayern München. Rot auf Nummer sicher, zweiter Eckball für Ajax. Häuf wird ihn hereinschlagen. Und Meier.
schön gemacht von Beckenbauer. Müller, Hansen. Hoeneß im Strafraum. Müller trifft nicht voll. Aber Eckball Nummer 1 für die Bayern. Gespielt gut 20 Minuten, 0:0 zwischen Ajax Amsterdam und Bayern München. Hoeneß. Hansen. Noch einmal Hoeneß. Müller. Oh! Ja, nachdem die Bayern einen solchen Angriff gebracht haben, ziehen sie sich sofort mit allen Spielern zurück in die eigene Hälfte. Eine ganz klare Taktik, die freilich eine ganze Menge Kondition erfordert. Schwarzenbeck hat links außen Kaiser bis jetzt sehr gut im Griff und bekommt auch diesen Einwurf zugesprochen. Breitner wird ihn ausführen. Ein paar Meter zurück. Oh, Fehlpass! Und schön gemacht von Hansen gegen Repp. Dürrenberger. Schauen Sie, mit wie viel Selbstvertrauen dieser Junge hier in diesem Stadion und gegen diesen Gegner loszieht. Allen Respekt. Hoffmann. Ja, er muss gehen, er muss alleine gehen. Nur Gerd Müller ist mit vorne. Kaiser. Wieder Hoffmann, er müsste steil spielen. Für Rot. Kaiser. Ja, Schwarzenbeck mit der Hand ganz klar abgedrängt und gehalten. Freistoß für Ajax oder Eckball, nachdem der Schiedsrichter Vorteil hat gelten lassen. So ist es. Eckball Nummer 3 für Amsterdam. Kaiser. Schobel.
Noch einmal Kaiser. Hoeneß, Müller. Hoeneß. Tobel, Breitner, sehr schön gemacht. Und jetzt startet Hoeneß. Breitner vorbei am ersten Ajaxiten. Jetzt müsste er abspielen für Müller. Nein, noch einmal auf die rechte Seite. Uli Hoeneß, Müller ist mit vorn. Tobel. Noch einmal. Oh. Diese schnellen Konter der Bayern bekommen der Ajax-Abwehr wirklich nicht. Und ich glaube, auch das Publikum hier ist einigermaßen überrascht von dem, was Bayern München bis jetzt bietet. Das ist kein hochklassiges Spiel, bisher jedenfalls, das wäre zu viel gesagt. Aber überraschend stark, wie sich Bayern bisher ruhig, souverän und mit durchaus gefährlichen Kontern hier aus der Abwehr gezieht. Hoeneß, Beckenbauer. Dürrenberger Foul. Klares Foul von Kroll. Freistoß. Hoeneß. Dieses Stören von Dürrenberger ist, glaube ich, durchaus wertvoll, denn dadurch haben die Bayern Zeit, sich jetzt wieder nach hinten Richtung eigene Hälfte zu orientieren. Kroll, der linke Außenverteidiger, Blankenburg. Müller ist bei ihm. Kaiser. Kein Abseits. Rot verfolgt von Kroll. Tobel. Beckenbauer kommt mit. Müller, schön, eine Möglichkeit, Schneider! Und Abseits. Vorher hatte der Linienrichter schon die Fahne hoch. Aber wieder ein durchaus schöner Spielzug. Das war die größte Möglichkeit bisher für Amsterdam, aber es wäre gar keine gewesen, denn vorher hatte Schiedsrichter Schäuber gepfiffen, weil Kaiser beim Kopfball gegen Schwarzenbeck unkorrekt war. Dürrenberger. Kurbier schneller. Auch ziemlich überflüssig, was Blankenburg da gemacht hat. Tobel, Breitner, Dürrenberger. Oh! Beckenbauer und Hansen reklamieren da sehr energisch bei Schiedsrichter Scheurer, dass sie beide weggestoßen worden seien von Nesken und von Reb. Und das ist nun wirklich gerade noch einmal gut gegangen.
wieder Kroll. Blankenburg. Breitner. Befreiungsschlag. Nesken gegen Uli Hoeneß. Reb. Und jetzt werden die Aktionen von Ajax Amsterdam doch druckvoller und gefährlicher. Dürrenberger. Das ist Verteidiger Kroll, der da kommt. Vorteil, weiterspielen. Nicht Vorteil, sondern kein Foul. Ja, und jetzt wirft Schwarzenbeck ein. In solchen Situationen zeigt sich doch eine ganze Menge Routine und gesundes Selbstbewusstsein. Denn natürlich ist Bayern München hier als erklärter Außenseiter in dieses Spiel gegangen. Schilcher, der Österreicher im Ajax-Team, Blankenburg. Treu. Wahrlich ein strammer Schuss aus 25 Metern. Schilcher, noch einmal Blankenburg, Müller läuft auf ihn zu und Breitner sehr aufmerksam. Rot steht da, rechts läuft Hofmann. Kaiser. Hahn, ein schussgewaltiger Mann. Näschen und Meier. Abseits. Hoeneß gegen Neskens, Vorteil. Turbier, Schilcher. Oh, und gerettet auf der Linie. Roth, der diesen kapitalen Fehler von Meier ausgemerzt hat. Hier schauen Sie sich das noch einmal an. Meier verfehlt und Roth auf der Linie oder kurz davor. Eine Menge Glück für Bayern München in der letzten Viertelstunde. Hoffmann. Aus. Nein, jetzt erst.
Kroll, Blankenburg und Torwart Steuf. Ja, überlässt gleich für seinen Libero. Schilcher. Der Hülshoff, den Standardmann auf diesem Posten, bisher sehr gut vertritt. Blankenburg. Kreuz. Da sah Roth wohl keine andere Möglichkeit mehr, als vor dem Strafraum noch 18 Meter, also vor dem Tor, die Notbremse zu ziehen. Kaiser steht am Ball, Hahn im Hintergrund und Gary Mühren. Meier winkt, geht nach vorne. Zobel. Dürnberger, Breitner, Zobel, Dürnberger, schade. Da hätte Zobel den Ball halten und vielleicht ein bisschen alleine etwas unternehmen sollen. Roll, links bietet sich Blankenburg an. Da ist er. Nesken. Roll, Gerd Müller. Aus. Verteidiger Kroll, der sich mehr und mehr in die Offensive einschaltet. Schwarzenbeck. Schurbier. Und Meier. Pfosten. Aber ich glaube, er hatte die Hand noch dazwischen. Ja, mit dem Oberarm hat er dem Ball noch den Drall gegeben, der ihn dann an den Pfosten lenkte. Freistoß. Und die Bayern sollten jetzt wirklich versuchen, wieder ein bisschen mehr das Rezept der ersten 20 Minuten zu spielen. Nicht nur zu verteidigen, sondern zu versuchen, wenn auch gemächlich und nicht überhastet, doch einmal den Versuch zu machen, wieder nach vorne zu kommen, die Abwehr zu entlasten, selbst die eine oder andere Möglichkeit herausspielen. Hoffmann, Dürrenberger. Steil, Blankenburg,
Mürgen. Aus. Sobel. Schön gemacht. Breitner. Hoeneß. Und sehr sicher von Stoi. Wolf. Beckenbauer. Sobel muss. Abseits. Dürrenberger. Abseits. Die ersten 45 Minuten hier im Olympiastadion sind gleich vorbei. Wenn man schnelles und zum Teil kampfbetontes, kein überragendes Spiel gesehen. Ein Spiel aber, das bis jetzt aus Sicht von Bayern München jedenfalls durchaus erfolgreich verläuft, denn noch steht es 0:0. Man hat die erste Offensive der Amsterdamer, des großen, des haushohen Favoriten, erfolgreich abgewehrt. Müller und Hoeneß beim Anstoß für den zweiten 45 Minuten. 0:0 zwischen Ajax Amsterdam und Bayern München. Der haushohe Favorit hat also noch kein Tor geschossen. Die Meinung war hier vom Taxifahrer bis zum Kollegen von Funk, Fernsehen und Presse, das Ganze sei für Ajax eine Pflichtübung, etwas, was man mehr oder weniger im Vorübergehen erliegt. Aber eine Möglichkeit für Amsterdam und vergeben. Aber Eckball. Eckball Nummer 4. Und zum zweiten Mal geht es jetzt für Bayern München darum, hier nicht den schönen Fußball zu spielen, sondern sich so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen, um eine echte Rückspielchance gegen diese Weltklasse-Mannschaft zu haben. Beide Mannschaften sind unverändert wieder auf das Spielfeld gekommen. Und Bayern München wird bei aller Tüchtigkeit, bei allem Können, bei aller gelegentlich aufblitzenden Souveränität doch auch einiges Glück brauchen, um die zweite Halbzeit hier gut zu überstehen. Breitner, Beckenbauer, Gerd Müller. Breitner, Müller und Beckenbauer, der wieder einmal mit nach vorne geht. Man will sich also nicht absolut einschnüren lassen. Hoeneß gegen Nesken. Rot, neben ihm, im Moment für sie nicht sichtbar, da kommt der Hoffmann. Das sah nicht ganz hasenrein aus, aber Torabstoß. Reb.
Hahn und Sobel. Fünfte Ecke für Amsterdam. Die Bayern halten Müller jetzt vorne, damit die Abschläge aus der Verteidigung wenigstens gelegentlich einen Zielpunkt finden. Und Amsterdam hat Johan Cruyff sichtlich in die Sturmspitze gestellt, der in der ersten Halbzeit mehr aus dem Mittelfeld gespielt hat. Schöne Aktion von Neeskens gegen Sobel. Dürnberger, Schwarzenbeck und Kroll wieder einmal mit den Händen zuerst gegen den Mann. Nichts Schlimmes, aber halt regelwidrig. Beckenbauer. Dürnberger. Kein Abseits, eine Möglichkeit. Müller steht. Zu hoch kommt dieser Ball für ihn. Aber immer noch. Und Hoffmann. Wieder eine gute Möglichkeit für die Münchner. Allerdings die Mehrzahl der Tormöglichkeiten zweifellos noch auf dem Konto von Ajax Amsterdam. Kreuf gegen Rot. Schön gemacht. Oh, immer noch Gefahr. Eine Neuerung, würde ich sagen, geradezu. Hoeneß, Müller und Hofmann und sogar Dürnberger jetzt beim Abschlag der Münchner jenseits der Mittellinie in der Hälfte von Ajax Amsterdam. Roth und Schwarzenbeck, Beckenbauer, der sich mehr und mehr aus der Defensive löst. Hofmann, Beckenbauer. Blankenburg. Kroll. Neeskens. Blankenburg. Repp. Ein junger Mann. Das war Verteidiger Surbier. Die Außenstürmer der Bayern haben jetzt die Seiten eingenommen, die ihnen nach der Nummerierung eigentlich zustehen. Hoffmann also links und Dürnberger auf der rechten Seite. In der ersten Halbzeit war es meist umgekehrt. Und Rot. Hansen. Schilcher. Gefährlich. Und Tor. Ari Hahn mit der Nummer 15, 1:0 nach insgesamt 53 Minuten.
Wir werden das sicher gleich noch einmal sehen. Ja, es scheint diesmal keine Wiederholung in Zeitlupe zu kommen. Der Abpraller von Meier, Arihan, der dann vollendet. 53. Minute, also 1:0 für Ajax Amsterdam. Jetzt heißt es für die Bayern wohl, klaren Kopf zu bewahren, sich nicht in Grund und Boden spielen zu lassen. Blankenburg. Breitner, Hoeneß, Hoffmann, Dürrenberger, Hoffmann. Ja, jetzt muss er etwas riskieren. Hoeneß bietet sich an. Hoffmann im Strafraum. Und gefährlich. Zurbier, Blankenburg. Und jetzt kommen natürlich die Anfeuerungsrufe der 65.000 oder sagen wir 60.000, denn etwa 5.000 Schlachtenbummler aus München, vor allen Dingen aber aus Westdeutschland, sind hier. Wolf und Roth. Sechster Eckball für Amsterdam. Gary Müren. Hansen, Hoeneß. Tor ab. Repp. Weiterspielen deutet Schiedsrichter Theurer an, weiterspielen. Und die Bayern kommen. Uli Hoeneß, was sie im Moment noch nicht sehen können. Jetzt haben sie den Bild. Müller ist dabei. Tobel kommt. Hoeneß. Ja, das war einer zu viel. Schwarzenbeck, Paulan Kaiser. Oh, oh, das war gefährlich. Aber für Glück. Breitner. Gegen Hahn. Jetzt ist die Bayern-Abwehr entblößt. Wolf. Und Schwarzenbeck. Roll. Zurbier.
Rot kann nicht nach vorne spielen, zwei Mann stehen da abseits. Jetzt erst möglich. Dürnberger, Breitner. Dürnberger. Müller. Scheu, aber immer noch Möglichkeit für Bayern. Zobel. Hoffmann. Hansen. Foul. Freistoß für die Münchner. Hoffmann, Beckenbauer, Hoffmann. Schwarzenbeck, sehr aufmerksam, er gefällt mir sehr gut. Kein Abseits, nein, nein. Aber da ist auch keine Gefahr für Ajax. Kaiser auf dem rechten Flügel. Freistoß für die Bayern. Tanzen in der Abwehr sehr gut, aber doch mit häufigen Abspielfehlern. Hahn, Dobel, Dürnberger und Hoffmann. Müller läuft rechts völlig frei. Die Möglichkeiten, nein, 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 nein. Jetzt hätte er es alleine machen müssen. Jetzt hätte er es wirklich alleine machen müssen und nicht mehr versuchen, mit diesem mehr oder weniger verunglückten Querpass Gerd Müller zu erreichen. Blankenburg. Freistoß und Rolf geht wieder in die Sturmspitze. Abseits. Vorher schon entschärft, der Schiedsrichter lässt Meier abstoßen, denn es war Vorteil, nachdem er den Ball gefangen hatte. Surbier, der rechte Außenverteidiger mit der Nummer 3. Kroll, der andere Außenverteidiger. Die Bayern jetzt doch unter so erheblichem Druck, dass sie nur noch selten zu einem konstruktiven eigenen Spiel kommen. Repp. Breitner. Ein bisschen weiter dieser Abschlag, dann erreicht der Gerd Müller, der völlig allein an der Mittellinie steht. Jetzt erst geht Kroll zurück ins Gehege. Schöner Schuss von Gary Müller. Hoeneß. Zobel und der Linienrichter entscheidet Freistoß für, winkt seinem Schiedsrichter zu, Freistoß für Ajax. Rolf getroffen.
mehr als eine Viertelstunde gespielt, jetzt in der zweiten Halbzeit 1:0 für Ajax Amsterdam durch das Tor von Hahn in der 53. Minute. Nürnberger, neben ihm Hansen. Zu steil. Wieder Kroll, einer der besten heute für mich bei Ajax. Kreuz. Müller wirkt ein bisschen unbeweglich. Ich glaube doch, seine Verletzung behindert ihn. Ein bisschen. Rolf, Pfiff, Freistoß für Ajax. Nürnberger. Rot, ich glaube auch ihm kann man ein ganz dickes Lob zollen. Bis jetzt jedenfalls hat er sich gegen den Weltklasse-Mann Rolf sehr gut aus der Abwehr gezogen. Die Bayern wieder mal mit 6 Mann vorne und da kommt mit Rot noch der 7. Schwarzenbeck da zeigt es aber wirklich sehr, sehr gespannt. Freistoß. Hansen klärt auf Kosten der 7. Ecke. Rechts außen Repp. Da wurde Sepp Maier von seinen eigenen Spielern behindert, sonst hätte er diesen Ball wohl sicherer oder überhaupt sicher fangen können. Ein herrlicher Schuss, ein herrlicher Volley-Schuss nach der verunglückten Abwehr schießt Gary Müren das 2:0. Spielminute, 2:0 für Ajax Amsterdam, Torschütze also Gary Müren
der Mann mit der Nummer 9. Bier. Blankenburg, Beckenbauer, Rolf, Heckel, denn Rolf hatte den Fuß. In der Wiederholung. Meier kommt zu spät. Kaiser 3:0 in der 70. Minute. Noch einmal, das Spiel ist noch nicht wieder angepfiffen. Die Begeisterung hier im Stadion, verständlicherweise, kennt überhaupt keine Grenzen mehr. Wir sitzen hier nicht, wie es international üblich ist, irgendwie ein bisschen abgeschlossen, sondern mitten unter den Zuschauern, die uns ständig auf die Schultern klopfen vor lauter Begeisterung. Denn sie sehen ihre Mannschaft jetzt so, wie sie es sehen wollten. Reb. Schön gemacht. Und Elfmeter. Nein. Nein. Schiedsrichter Scheurer hatte bereits weit vor dem Strafraum einen Foul gesehen, hatte Vorteil gelten lassen, und hier sehen Sie es nochmal, hatte Vorteil gelten lassen oder schon zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich gepfiffen, was die Spieler und was wir nicht gehört haben. Und die Bayern müssen jetzt wahrscheinlich nichts anderes mehr tun, als darauf zu achten, dass dies hier nicht zu einem katastrophal schlechten Ergebnis wird. Aber sie greifen an. Hoffmann! Foul! Ja, das hätte man auch greifen können. Denn da waren wohl zwei Mann bei ihm. Einer ging nach dem Ball, der andere nicht so sehr. Aber das Spiel läuft weiter mit Blankenburg. Beckenbauer entschuldigt sich sofort. Er hat 2:2 erst einmal den Ball gespielt. Und dann ist Groll, der anstürmende Außenverteidiger, über das lange Bein des Bayern-Kapitäns gestolpert. Aber ganz klar, Freistoß. Noch sind Betreuer auf dem Feld, die man hereinwinken wollte. Jetzt geht's weiter. Dahin wollte Zobel den Ball ganz sicher nicht schlagen, er ist ihm wohl über den Schuh gerutscht. Kein Wunder, dass bei den Bayern jetzt einige Enttäuschung, Resignation und Nervosität herrscht. Nicht zuletzt auch bei Sepp Maier,
der zumindest beim dritten Tor eine ganz schlechte Figur gemacht hat und der wieder geprüft wird. Dürrenberger, Breitner und Ecke, die zweite für Bayern München. Möglichkeit und jetzt abgepfiffen von Schiedsrichter Scheurer. Hansen hatte sich da gegen Stoi wohl nicht korrekt eingesetzt. Immerhin, man muss den Münchnern bescheinigen, dass sie es versuchen, dass sie nicht aufgeben, obwohl sie von innerhalb von nur 17 Minuten drei Tore haben hinnehmen müssen. Das ist schon bitter, nachdem sie bis zur 53. Minute taktisch doch sehr gut mitgehalten haben. Beckenbauer, Vorsicht! Ja. Die Amsterdamer Spieler haben jetzt sichtlich Blut geleckt. Stobel. Schwarzenbeck. Beckenbauer. Hoeneß. Und hier gibt es Schiedsrichter. Da haben wir die Bayernbank mit Latek, Werner Latek mit Schwan und dem Mannschaftsarzt. Hier gibt es Schiedsrichter Freistoß für Amsterdam. Torwart Stoi in der zweiten Hälfte kaum beschäftigt. Mit der nervös gerauchten Zigarette Trainer Stefan Kovac, der Ajax in diesem Jahr verlassen wird und der natürlich zum dritten Mal hintereinander den Europapokal gewinnen will mit dieser Mannschaft. Schön gemacht. Das ist es, was Ajax-Gegner zu fürchten haben, diese 40-Meter-Pässe, diese ganz schnellen, unkomplizierten Konterstöße, die so gefährlich sind. Schilcher, dessen Gewaltschuss das erste Tor im Grunde erbrachte, und Meier. Gerd Müller, Hoeneß, Zurbier. Torabschluss. Noch 13 Minuten zu spielen, 3:0 für Ajax Amsterdam. Blankenburg, Zurbier, Repp, Abseits. Rolf. Ja, das machen beide Außenverteidiger der Amsterdamer gerne. Erstmal mit den Ellbogen ein bisschen geschieden. Und was da jetzt passiert ist, warum der Schiedsrichter seine
Entscheidung da ändert. Beckenbauer vor Kroll. Ja, wieder ein Abspielfehler. So etwas sollte einem Plattenspieler nicht allzu oft passieren. Rainer Zobel, rechts bietet sich Dürrenberger an. Breitner. Dritte Ecke für München. Uli Hoeneß wird sie hereinschlagen. Ich muss sagen, ein Gegentor würde den Bayern jetzt wirklich zustehen. Im Hinblick auf das Rückspiel in München. Indirekter Freistoß für die Münchner. Ich muss Ihnen gestehen, ich weiß im Moment nicht warum. Wahrscheinlich irgendein Wegdrücken mit dem Arm oder etwas zu harter Körpereinsatz, ohne dass eine echte Schusschance geschafft. Gerd Müller. Rot steht dabei, Beckenbauer. Und die Mauer muss noch 3 Meter mindestens zurück. Rot. Abseits. Ja, zu schnell kam dieser Pass von Breiter. Zu unüberlegt. Die Bayern haben jetzt doch sehr viel von ihrer Sicherheit verloren. Kein Wunder. Sehr schön von Hansen. Beckenbauer. Rechts bietet sich Breitner an. Hoeneß, Dürrenberger. Rot. Müller auseng abgeschirmt. Kommt überhaupt nicht zur Entfaltung. Beckenbauer. Ja, jetzt muss der Schiedsrichter pfeifen, auch wenn das eine völlig unbeabsichtigte Geschichte von Zobel war. Natürlich hat er Repp dadurch behindert am schnellen Wiederaufstehen, am Sprinten nach dem Ball, Freistoß also für Amsterdam. Kaiser. Gurbier. Dürrenberger. Ja, ein bisschen zu weit vorgelegt. Blankenburg beim Einbruch. Nächsten. Mürren.
Zagreb. Wolf. Der Pass, der Schwarzenbeck konnte überhaupt nicht an diesen flach gespielten Ball kommen. Wolf. Zu schwach, diesmal von Ari Hahn geschossen. Breitner und Dürrenberger auf dem linken Flügel. Noch einmal Dürrenberger. Breitner. Ja, aber irgendwie steckt jetzt auch hinter den Angriffsaktionen der Bayern nicht mehr der richtige Schwung. Nicht mehr der nötige Druck, um Ajax wirklich noch zu gefährden, um wenigstens ein Tor zu erzielen, um die Ausgangsbasis für das Rückspiel zu verbessern. Dürrenberger schon wieder im eigenen Strafraum, er läuft wirklich unglaublich viel. Was er sich noch braucht, sind Erfahrungsprofile. Und eine Spur mehr Selbstbewusstsein. Dieser Ari Hahn hat schon einen gewaltigen Schuss. Er ist auch der stabilste der Spieler, jedenfalls hier auf dem Platz, der am stabilsten gebaut. Abseits. Beckenbauer. Wieder einmal mit vorne, Müller, oh ja, das hätte fast geklappt. Aber eben nur fast. Ajax ist auch etwas verhalten, aber enttäuscht bei dieser Mannschaft, die nämlich sehr plötzlich dann umschalten kann. Tor! Da haben sie es! Kreuz. 4:0 in der 88. Minute. Da kam nun wirklich postwendend die Bestätigung für das, was ich eben sagen wollte.
Diese Mannschaft schläfert ihren Gegner vorübergehend einmal ein und dann ganz plötzlich schaltet sie um auf Tempo. Dann kommt eine präzise Flanke, ein präziser Kopfstoß wie in diesem Fall. 4:0 und damit sind die Europapokalträume von Bayern München im Pokal der Meister wohl sicherlich auch im zweiten Anlauf ausgeträumt. Denn Ajax Amsterdam gilt nicht zuletzt auch als eine Mannschaft, die auch auf fremdem Platz sehr, sehr stark spielen kann. Der Zusammenbruch Bayern München, anders kann man es wohl jetzt nicht mehr bezeichnen, vollzog sich erst nach einer knappen Stunde. Bis dahin hatte die Mannschaft recht gut mitgehalten, hatte einige gute Konterchancen herausgearbeitet, hatte auch ein bisschen Glück, aber das taktische Konzept war zunächst aufgegangen, die gefährlichen Individualisten im Ajax-Sturm an die Kette zu nehmen und mit Kontern zu versuchen, ein bisschen weiter über die Zeit zu kommen. Schlusspfiff durch Schiedsrichter Scheurer. 4:0-Sieg, eine klare Sache für Ajax Amsterdam, das sich in der zweiten Hälfte großartig gesteigert hat, das begünstigt wurde durch einige Fehler in der Hintermannschaft.